Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testbericht. Und zwar zum Testbericht der TrueFree F1, einem, ja, nicht Knochenschallkopfhörer. So wie ich es eigentlich im Unboxing ursprünglich versprochen hatte. Dann ist mir aber während des Tests aufgefallen, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich nochmal ein bisschen nachgelesen, mit dem Hersteller gesprochen. Und ja, es sind tatsächlich gar keine Knochenschallkopfhörer, sondern Air Conduction Kopfhörer. Den Unterschied erzähle ich euch nach dem Intro und dann geht's auch schon los. Ja, fangen wir erstmal mit dem Unterschied an zwischen Knochenschallkopfhörern und einem solchen Air Conduction Headset. Sie sehen erstmal optisch eigentlich genau gleich aus, auch wenn man sie aufsetzt. Man setzt sie in der gleichen Art und Weise auf und hat dann hier eben so ein, ja, so diese Einheit liegen vor den Ohren. Der große Unterschied ist aber, bei einem Knochenschallkopfhörer wird hier ein Schall übertragen über die Knochen, sodass man so hört, also so Musik hört, Knochenschall eben, und das Gehirn wandelt diesen Schall, der über die Knochen angenommen wird oder aufgenommen wird, in die entsprechenden Frequenzen um und kann dann entsprechend das wiedergeben, was man hören will. Soweit die Theorie. Wissenschaftlich ist das sicherlich nicht die perfekte Erklärung gewesen, aber ihr wisst, was ich meine. Im Gegensatz dazu steht eben dieses Air Conduction Headset und dort hat man zwei kleine Lautsprecher auf jeder Seite verbaut. Einen für tiefere Frequenzen und einen für höheren Frequenzen. Und die sind strahlen quasi ab in das Ohr. Über die Luft wird quasi der Schall in den Gehörgang übertragen und so wird dann eben der Ton gemacht. Also nicht wie beim Knochenschall über die Knochen, sondern tatsächlich mit wirklichen Lautsprechern. Das heißt, wenn ich jetzt hier Musik abspielen würde und die hier hinlegen würde, so wie ich es jetzt gerade mache oder hier halten würde, dann würde man auch die Musik hören, während das bei Knochenschallkopfhörern nur sehr minimal der Fall ist. So, dafür, da haben wir jetzt genug zu erzählt, dann wisst ihr jetzt, was der Unterschied ist und jetzt kann ich zum Testbericht übergehen und da fangen wir immer mit der Akkulaufzeit an. Angegeben sind sie mit 11 Stunden Akkulaufzeit. Ich habe im Test in der Realität so 8,5 bekommen. Wir haben keinen Ladecase, das heißt, danach müssen sie an ein USB-C-Kabel angeschlossen werden. Hier unten geht das. Und dann hört man darüber, nicht hört man, dann lädt man darüber. Und ja, das ist okay. Für diese Klasse gibt es noch nicht so viel Referenz, deswegen muss man da erstmal schauen. Ich finde insgesamt 8,5 Stunden und dann wieder laden ist immer schon, ja, finde ich nicht so cool, aber so ist es eben bei denen. So richtig gut bewertbar ist das nicht. Wie gesagt, es fehlen einfach die Referenzen. So viele gibt es noch nicht. Und dementsprechend ist es ein relativ frisches Gebiet. Und ich würde sagen, es ist einfach okay. Wir haben eine Bedienung über über Druckknöpfe, nicht über Touchflächen. Das wollte ich sagen. Wir haben hier einen Minusknopf, einen Plusknopf und einen An- und Ausknopf hier auf der Seite. Und darüber lässt sich alles steuern. Also Lautstärke, lauter und leiser, Tracks vor und zurück, starten und stoppen und den Sprachassistenten anschalten. Also es ist alles darüber regelbar. Das ist auch relativ intuitiv. Wer es nicht hinbekommt, der hat eine kleine Anleitung in der Verpackung. Also das sollte man hinbekommen. Hat alles gut funktioniert. Auch die Verbindung war sehr gut. Was schön ist, wir haben eine Dualverbindung. Das heißt, wir können mit zwei Geräten verbunden sein. Und zwar beispielsweise zwischen Telefonie mit dem Handy und Musik hören mit dem Computer hin und her wechseln. Übrigens, wenn euch das zu klein ist und ihr das hier nicht so gut sehen könnt im Video mit dem Kopfhörer, dann könnt ihr auch im Testbericht nachlesen und euch da Bilder nochmal in Größe angucken. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Tragekomfort und das ist eben das Gute an diesen Air Conduction, aber auch den Knochenschallkopfhörern. Die sind wirklich sehr komfortabel. Das liegt daran, dass sie eben nicht im Ohr liegen, sondern etwas über dem Ohr. Ja, muss man mit klarkommen. Ich komme damit sehr gut klar. Dadurch kann ich sie echt längere Zeit ohne Probleme tragen. Und ich habe halt eben nichts im Ohr stecken oder auf dem Ohr so drauf liegen, was irgendwie unangenehm sein könnte. Das finde ich sehr gut an dieser Art von Kopfhörern. Man muss natürlich sagen, mit so einem Air Conduction kann es sein, dass man auch die Umgebung stört, weil man eben lauter Musik hört und da ja eben Lautsprecher sind. Was man auch sagen muss, für den Sport sind sie weniger gut geeignet, zumindest bei der Größe von mir jetzt. Sie wackeln dann doch schon stark hin und her, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, ich kann damit leben, mache aber dann eben weniger Sport mit diesem Gerät.
Die Sprachqualität bei diesem Air Conduction Headset ist nicht so gut. Das liegt einmal daran, dass wir nicht so viele Mikrofone haben. Wir haben auch kein Mikrofon, was hier nach vorne geht, wie es zum Beispiel bei den Shox OpenCom Kopfhörern war. Die habe ich auch schon hier getestet. Und insofern ist die Sprachqualität nicht so gut. Stimme ist sehr maschinell, relativ leise und oft werden Wörter verschluckt. Es geht noch, man kann hier und da mal mit telefonieren, aber ich würde dann doch eher aufs Endgerät, wie zum Beispiel dem Smartphone, zurückgreifen. Klanglich muss man Abstriche beim Bass machen. Das ist einfach der offenen Bauform geschuldet. Der Bass kann dann nicht so druckvoll sein, wie es zum Beispiel bei einem Over-Ear-Kopfhörer ist, der natürlich auch nochmal den Schall innerhalb des Ohres beinhaltet. Hier geht natürlich was verloren, das ist ganz klar. Aber da hat man schon, man merkt, Truefree hat da den Versuch unternommen, dagegen zu arbeiten. Und insofern, wenn man lauter Musik hört, dann hat man auch nochmal einen relativ guten Bass dabei. Die Mitten sind okay, wenig detailliert leider und hier und da schon etwas breich. Und die Höhen sind relativ warm und ihnen fehlt es ganz klar an Klarheit und Brillanz. Grundrauschen hat man kaum eines, es ist leicht wahrnehmbar, aber das geht noch, hält sich noch in Grenzen, mich hat es nicht gestört. Musikalisch würde ich sagen, ja, sind sie eher so für anspruchslose Hörer geeignet. Und damit sind wir auch beim Fazit zu den Truefree F1, dem ersten Air Conduction Headset hier auf diesem Kanal. Oh, das erste Air Conduction Headset, was ich überhaupt getestet habe, wenn man mal die Soundcore Frames ausnimmt, die ja eine ähnliche Art und Weise haben. Ist es ein Kopfhörer, der okay ist, aber da ist noch Luft nach oben. Ich finde aber diese Art von Kopfhörern sehr, sehr interessant, gerade aufgrund des hohen Tragekomforts und bin gespannt, was da noch so weiteres kommt. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt, vielleicht auch von Truefree. Ob die sich halten auf dem Markt, wird man dann sehen. Werdet ihr eventuell auch sehen, wenn ihr nämlich diesem Kanal folgt und abonniert, unten die Glocke aktiviert und mir einen Daumen nach oben da lasst, weil dann wird es sicherlich noch mehr Tests geben. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Julian aus Julians Technik-Ecke. Ciao.